Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben passiert immer wieder etwas Neues. Ja, ist immer was los. Der König bekommt bald einen Besuch und führt wichtige Gespräche. Sie werden über Immobilien, aber auch über Selbstständigkeit reden, aber auch über privaten Angelegenheiten. Da kommen auch die Erinnerungen. Alte Bilder kommen wieder hoch. Die Königin hat ganz tolle Ideen und sie wird das jetzt verwirklichen. Sie setzt das alles in Tat um. Der hübsche Prinz sieht seine Chancen und Möglichkeiten nicht nur in die Liebe, sondern in allen Lebensbereichen. Und er setzt sich jetzt ein für die Gerechtigkeit. Ja, er befindet sich gerade in einer rechtlichen Lage und er bekommt sein Recht. Die schöne Prinzessin ist sehr kreativ und ein alter Traum wird wahr. Nicht nur diese Kreativität und Schönheitssinn, was die Prinzessin gerade erlebt, sondern sie ist so verliebt. Das ist auch ein Traum. Und dieser Traum wird wahr. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnungen. Sonne und ein rückläufiger Merkur nähern sich in Tierkreiszeichen Krebs. Ein Besuch, wichtigen Gesprächen, Terminen über Immobilien, über Selbstständigkeit, ich könnte sagen Familienbetrieb und auch über privaten Dingen. Diese Rückläufigkeit löst aus Erinnerungen. Alte Bilder kommen wieder hoch. Mond bewegt sich im Grenzbereich zwischen Steinbock und Wassermann. Dieser Mondhaus heißt auch übersetzt von Sanskrit Grenzgebiet. Die Königin verwirklicht ihre Ideen. Ideenreichtum ist Wassermann-Energie. Die Taten ist aber Steinbock-Energie. Ein rückläufiger Jupiter und ein vorwärts bewegenden Mars kommt bald zu einer Verbindung. Eine rechtliche Lage, das ist Jupiter-Energie. Kann auch bedeuten, dass Mars setzt die Kraft ein, um die Gerechtigkeit. Beides bedeutet. Venus steht in ein Trigon zum einen rückläufigen Neptun. Und das zeigt die Kreativität, die Träume, ein alter Traum wird wahr. Und das war die Quelle für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.